Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, diese Lüge belastet mein Leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine große, eine schwere Lüge mit sich herumtragen, vielleicht schon sehr lange mit sich herumtragen und niemand oder nur ganz wenige Leute wissen davon. Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft an. Unter 0800 220 5050 oder Faxnummer 0800 220 5051. Beide Nummern sind kostenfrei. Und der erste Anrufer, mit dem ich heute Nacht spreche, der heißt Stefan und der ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Stefan. Hi. Ja, welche Lüge ist es, die dein Leben belastet? Ja, es ist die Lüge, wie ich mein Geld verdiene. Und zwar habe ich meine Ausbildungspapiere damals mal gefälscht. Mhm. Mittlerweile wende ich die nicht mehr an, aber ich lüge halt beim Vorstellungsgespräch. Was gibst du denn vor, gelernt zu haben? Dass ich Koch bin. Dass du Koch bist, aber du hast das nie gelernt? Nein. Mhm. Und du hast damals Ausbildungspapiere gefälscht, also einen Abschluss quasi gefälscht? Ja, genau, richtig. Mhm. Wieso wendest du sie dann heute nicht mehr an, wenn... Es ist einmal aufgeflogen. Mhm. Und zwar hat mein Arbeitgeber die Papiere überprüft. Ja. Und ich habe ein Hotel angegeben, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Da hat den Chef angerufen und ja, der hat gesagt, nee, der hat hier noch nie gearbeitet. Ja. Dann hat er ihm die Papiere, die ich dann ihm vorgelegt habe, zum Hotel geschickt. Mhm. Und daraufhin hat mich der Hotelbesitzer angerufen und gesagt, dass er sich gerne mit mir treffen möchte. Ja. Dies hat er getan. Und dann hat er gesagt, ja, was die Scheiße sollte. Mhm. Und er würde eine Anzeige machen wegen Urkundenfälschung. Hat er es gemacht? Ja, aber noch nicht ganz. Er hat es noch nicht eingereicht. Er hat sich angehört, warum er es gemacht hat. Mhm. Und hat dies dann zurückgezogen aus Mitleid und aus Verständnis. Ja, warum hast du es denn gemacht? Ja, ich habe die Schule abgebrochen. Meine Eltern haben mich ins Heim abgegeben. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich 15. Mhm. Und dann bin ich vom Heim abgehauen. Ja. Und musste mich irgendwie durchboxen. Ja. Ja, und deswegen kam es mir gerade irgendwie recht, die Papiere irgendwie zu kaufen. Ich wollte gerade sagen, so einfach ist das doch sicher nicht, solche Papiere, also einen Abschluss als Koch zu fälschen. Domian, es ist einfacher, als du denkst. Ja, ich war. Wie hast du es gemacht? Du nimmst ein bisschen Geld, gehst auf eine Berufsausbildungsschule und fragst nach, wer da schon einen Abschluss hat. Mhm. Und sagst, gib mir das mal. Mhm. Ich gebe dir hier ein bisschen Geld. Mhm. Und dann scannt man das ein, ändert seinen Namen, mhm, seine Anschrift, Geburtsdatum, alles etc. pp. So hast du es gemacht? So habe ich es gemacht. Wir müssen es vielleicht jetzt auch nicht im Detail beschreiben, wie man das macht. Ist aber klar. Ich erahne jetzt schon den Weg, wie du das gemacht hast. Wie viel hast du dafür bezahlt? Dafür habe ich viel Geld bezahlt. Wie viel Geld? Muss ich das nennen? Es würde mich sehr interessieren, ja. Es ist 500 Mark waren es. Ja, ich hatte jetzt eine noch höhere Summe vermutet. Nein, das ist es nicht. Also 500 Mark hat gereicht. Ja. Hat denn derjenige, der dir die Papiere zur Verfügung gestellt hat, hat der eigentlich einen Nachteil dadurch? Abgesehen die Gefahr, dass es auffliegt. Nee. Der hat seine eigenen Papiere ja auch noch in der Hand. Ne? Der Name ist nur verändert. Ja, richtig. Mhm. Mhm. Was für ihn da jetzt ist, weiß ich nicht. Und der Hotelier, mit dem du gesprochen hast, der hat die Anzeige, habe ich das gerade richtig verstanden, erstmal auf Eis gelegt oder zurückgezogen? Nee, er hat die gar nicht, also er wollte sie einreichen. Ja. Und hat das aber nicht gemacht. Aus Mitleid. Ja. Mhm. Nun kann man ja sagen, das ist eine unangenehme Sache oder auch eine schlimme Geschichte, die du jetzt so in deinem Leben hinter dir hast. Aber das betrifft ja viele andere Leute auch, die dann durchaus ihre Lehre machen, das durchziehen. Und das ist ja auch kein Grund, auch wenn du es schwer hattest im Leben, worüber ja niemand irgendwie geringschätzig sprechen möchte. Aber das berechtigt einen ja nicht, so etwas zu machen. Das ist komplett richtig. Vor allem zieht sich die Lüge ja immer weiter. Ne? Mhm. Die Chefin oder der Chef, wo man gerade ist, fragen auch, wie war es denn da?
Und dann kommen auch Gäste, die essen und fragen, wo hast du gelernt? Mhm. Dann sagst du da und da. Ja. Und die sagen, ach, kenne ich gut, ja. Ich grüße ihn von dir. Wie ist es denn im Moment, da wo du im Moment arbeitest, wie bist du da reingekommen? Oder bist du arbeitslos im Moment? Nee, ich arbeite und habe eine Annonce gelesen, bin dorthin gefahren, habe mich vorgestellt. Und dann fragte der Arbeitgeber halt nach den Papieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, die sind nicht so gut, die Noten sind nicht gut und darauf kommt es nicht an, ich biete ihnen einen Probekochen an. Ach so, und dann hat er dich genommen ohne Papiere. Also, genau. ohne Papiere, ohne den Abschluss. Genau, ohne das zu sehen. Ja. Das heißt, du bist ein guter Koch, obwohl du es nicht richtig gelernt hast. So kann man sagen, ja. Wo hast du es denn gelernt? Ich habe Bücher gelesen, viel Fernsehen. Und hast es dir alles so selbst beigebracht? So selbst beigebracht, ja. Mhm. Das heißt, du hast jetzt eine feste Anstellung, einen festen Job, aber lebst immer mit der Gefahr, falls dieser Job mal gekündigt wird, dass du wieder vor dem gleichen Problem stehst. Ich habe im Prinzip nichts gelernt, ich kann das zwar, aber ich kann das nicht belegen. Eben, vor allem belüge ich aber auch die Leute und das macht es mir schwer. Wissen denn deine Kollegen, wissen die das? Ich bin ganz alleine in der Küche. Ach, du bist ganz alleine in der Küche? Ja. Mhm. Lügst du diese Lüge auch so in deinem Freundeskreis, dass du eine abgeschlossene Ausbildung hast und im Prinzip... Ja, das zieht sich halt. Die fragen, was machst du? Ich bin Koch. Mhm. Ja, hast du es gelernt? Mhm. Und dann bin ich automatisch, ja. Und das ist das Problem. Mhm. Das zieht sich unheimlich durchs Leben. So, Stefan, nun bist du ja erst 22 Jahre alt. Mhm. Nun könnte man ja mal ganz gewagt darüber nachdenken, dass du vielleicht eine ganz ordentliche Kochlehre jetzt noch machen könntest. Und du würdest sie ja wahrscheinlich mit links machen, mit deinen Kenntnissen. Ich würde es super gerne machen. Super gerne. Aber? Aber ich habe halt keinen Schulabschluss. Ohne den nimmt dich keiner. Mhm. Und zweitens habe ich eine Wohnung. Ich muss die finanzieren. Mhm. Und mit dem Geld, was man heutzutage verdient, kommt man wirklich in Ausbildung nicht sehr, sehr weit. Das sind ja jetzt erstmal erschlagende Argumente. Sind die jetzt so gravierend, dass du dich fast damit abfindest, mit dieser Lüge weiterzuleben? Sie ist für mich im Moment ganz normal. Mhm. Und ich glaube es auch selbst mittlerweile. Du glaubst selbst, dass du den Abschluss hast? Genau, ja. Ja, es gibt so Phänomene, dass man sich in eine Lüge so hineinleben kann, dass man das hinterher selbst glaubt. Im Moment, das ist bei mir der Fall. Und wenn du mich jetzt fragst, was hast du gemacht, dann sage ich automatisch, ich bin Koch. So, jetzt hast du aber zu Hause immer noch diese gefälschten Papiere rumliegen. Nee, die sind vernichtet. Die sind vernichtet? Die sind vernichtet. Warum hast du die vernichtet? Die musste ich dem Hotelier übergeben. Ach so. Und die hat er sofort vernichtet. Das heißt, insofern bin ich schon mal beruhigt. Das heißt, du wirst dich nicht mehr strafbar machen, indem du solche falschen Tatsachen vortäuscht. Nein, das will jetzt, ich nicht. Jetzt ist es deine persönliche Lüge. Genau, meine persönliche Lüge. Die ziemlich doof ist und auch wehtut, ne? Ja. Aber du hast dich jetzt schon so damit arrangiert, dass du sagst, ich werde damit leben müssen. Ich sehe keinen anderen Ausweg im Moment. Im Moment sehe ich keinen Ausweg, nein. Wobei diese Option ja durchaus noch eine Weile offen stehen könnte, ne? Dass du, naja, das heißt, du müsstest dann auch erstmal einen Schulabschluss nachmachen, einen Hauptschulabschluss. Ja, das ist richtig. Das könntest du ja schon mal anfangen. Du könntest ja jetzt in der Abendschule, neben deinem Job, ist zwar eine harte Sache, aber machen andere Leute auch, zumindest deinen Hauptschulabschluss schon mal nachmachen. Ja, Abendschule geht nicht, weil das ein reines Abendrestaurant ist. Mhm. Und dann arbeite ich bis nachts. Ja, okay. Ich weiß nicht, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Ob es für Leute, die jetzt in deinem Beruf arbeiten, auch solche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, euren Arbeitszeiten angemessen, angepasst. Ja, das wäre doch schon mal ein kleiner Schritt in eine gute Richtung, dass du schon mal auf jeden Fall den Schulabschluss in der Tasche hast. Das wäre was Schönes, ganz ehrlich. Und dann kann man weitersehen. Dann müssen wir weitersehen, ja. Ja. Ich würde es dir dringend raten und auch wünschen. Auch für dein eigenes Gefühl. Bitte? Ich wünsche es mir auch selbst. Ja, weil du fühlst dich ja wahrscheinlich auch ziemlich beschissen dabei, ne? Vor allem auch leer und macht alles keinen Sinn, was ich mache, weil es hat keine Hand und Fuß, ne? Ja, so, jetzt klemm dich mal in der nächsten Zeit dahinter und erkundige dich, wie das ist, unter welchen Bedingungen, Umständen du eventuell einen Hauptschulabschluss nachmachen könntest. Ja. Nimm dir das mal als nächstes Ziel vor und dann gucken wir weiter. Hast du zufällig eine Adresse, wo ich mich wenden kann? Gucken wir mal, leg du mal auf und mein Psychologe ruft dich an, vielleicht können wir dir da weiterhelfen. Ich danke dir vom Herzen, ja. Alles Gute, Stefan. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Tschüss. Super Sendung, mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ciao.
So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, diese Lüge belastet mein Leben. Und ich möchte gerne mit euch reden über eine große Lüge, die ihr mit euch herumtragt, vielleicht schon viele Jahre oder gar Jahrzehnte mit euch herumtragt. Und kaum jemand oder vielleicht niemand ist eingeweiht, was da genau bei euch los ist. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051. Tina ist jetzt zugeschaltet, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Tina. Was lügst du? Ja, also ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit meinem Schwiegervater. Und ich habe auch 2 Kinder mit ihm, aber mein Mann weiß davon nichts. Er denkt, das sind seine Kinder. Ich habe insgesamt 3. Mhm. Das erste Kind ist von meinem Mann und die beiden anderen, die sind ja von meinem Schwiegervater. Die sind dann aber noch sehr jung und sehr klein. Ja. Nämlich? Der eine ist 98 geboren, der andere 2000, der andere 2002. Also ganz schnell hintereinander. Ja, also die beiden Kinder von dem Schwiegervater sind ganz jung. Genau. Mhm. Der andere ist mal gerade 10 Monate alt und der andere Kleine, der wird jetzt 3. Gibt es auch eine Schwiegermutter noch? Ja, aber... Tina, mach du bitte mal deinen Fernseher oder das Radio ganz leise, ja. Wir haben irgendeine Rückkopplung. Kleinen Moment, Entschuldigung. Mhm. So, jetzt ist alles ruhig. Die gibt es auch. Die ja, Schwiegermutter. Ja, die gibt's auch. Und ihr habt so nach außen hin ein ganz normales Verhältnis ganz miteinander. Normal. Mhm. Du besuchst mit deinem Mann und den Kindern die Schwiegereltern ja. Und dann trinkt man Kaffee zusammen ganz und genau. Unterhält sich und ja. Feiert Weihnachten. Richtig. Wie hältst du das aus? Ja, mittlerweile nicht mehr. Mhm. Also ich möchte das so gerne, also die Karten offen liegen, aber ich weiß nicht wie. Wie lange bist du denn mit deinem Mann zusammen? Mit meinem Mann jetzt über 6 Jahre. Mhm. Wie hat das angefangen mit dem Schwiegervater? Ja, das fing eigentlich an, also wo ich und mein Mann geheiratet haben, da haben wir uns, also hat er mir schon irgendwie Blicke rübergeworfen. Aber und ja, und er hat irgendwas Magisches an sich. Und irgendwann, so 3 Jahre später, dann war ich mal mit ihm alleine und dann, ja, übereinander hergefallen. Mhm. Also wirklich, sprichwörtlich. Also. Das heißt, man kann sagen, dass es von beiden Seiten ausgegangen ist. Ja, eigentlich ja. Bewusst von ihm angebaggert worden oder von dir? Wie alt ist der Schwiegervater? Der ist jetzt 55. Mhm. Wie praktiziert ihr das? Du hast eine Familie, du hast sehr viel um die Ohren. Er hat eine Frau, deine Schwiegermutter. Wo trefft ihr euch? Ja, also meine Freundin, die ist mir dabei behilflich. Die ist eingeweiht? Die ist eingeweiht, ja. Ist das die Einzige, die eingeweiht ist? Ja. Der einzige Mensch? Ja. Mhm. Und also sie ist auch ganz offen, also sie, ja, es ist auch, sie, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, also sie hilft mir halt überall bei. Mhm. Und also sie findet das eigentlich sozusagen ganz lustig, aber sie steckt ja auch nicht in der Situation, ne? Also wie praktiziert ihr das? Also es läuft so ab, dass ich, also wenn mein Mann dann mal zu Hause ist, dass ich dann sage, ich gehe mit den Kindern raus oder wie auch immer und dann geht meine Freundin mit den Kindern los. Mhm. Und ja. Und du triffst dich dann mit dem Schwiegervater ja. Wo? Ach, das ist verschieden. Also ist eigentlich ziemlich egal. Also entweder, wenn es im Wald ist oder im Auto oder mal im Hotel oder bei meiner Freundin. Also das ist eigentlich überall. Nur nicht zu Hause. Da auf keinen Fall. Also. Ist das denn, würdest du sagen, eigentlich ist das eine sehr leidenschaftliche Sexbeziehung, die wir haben? Oder würdest du sogar sagen, das ist eine Liebesbeziehung, die du zu deinem Schwiegervater hast? Jein, ich würde eher Jein sagen. Also das ist ganz schwierig. Also er lässt ja auch nicht mit sich reden. Er sagt immer, oh, ich liebe dich und mein Goldstück und was weiß ich nicht alles. Aber mittlerweile glaube ich nichts mehr. Also das ist ein ganzes Durcheinander und ich komme da auch nicht mehr mit klar. Also du glaubst ihm gar nicht seine Gefühle, sondern würdest eher sagen, ja, wenn du ganz streng... Nicht mehr. Also nicht das, mehr. Mhm. Nee, also weil das läuft jetzt bald 3 Jahre so und das ist so richtig, ich sag das mal hinterfotzig, er kommt zu uns und redet mit seinem Sohn, also mit meinem Mann ganz normal und so dieses Vater-Sohn-Verhältnis und mein Mann, der weiß gar nicht, was abläuft und ich kann das auch gar nicht mehr mitmachen, weil das ist, du hast gerade ein sehr gravierendes Schimpfwort gebraucht. Das könnte man dir auch vorwerfen. Ja, ist klar, ne? Ja, aber ich will es ja auch loswerden. Mhm. Aber ich war denn mal am Anfang so bei dir so eine Hoffnung oder so eine Sehnsucht da, ganz mit dem Schwiegervater vielleicht zusammen zu sein? Ist schwierig. Manchmal dran gedacht bestimmt. Mhm.
aber... Ich meine, ihr seid ja nur auch altersmäßig irre weit auseinander, ja, ne? Ist ja, ja mehr als doppelt so alt wie ich. Wenn du das 3 Jahre gemacht hast, und es sind 2 Kinder daraus entstanden. Ja, aber also er weiß, dass das seine Kinder sind. Aber mein Mann, der weiß gar nicht. Das habe ich schon kapiert, ja. Erste Frage zu dieser Thematik, wieso, wenn du schon so etwas machst, wieso ist nicht ordentlich verhütet worden? Ja. Ne? Könnte man ja mal ganz leger fragen. Ja, das stimmt schon. Also da und dann noch zwei. Tag. Und dann noch zwei. Ja. Ja, jetzt ist alles zu spät. Ja, aber da macht man sich, du bist doch auch eine erwachsene Frau. Da macht man sich doch Gedanken über dieses Thema doch nun wirklich. Ja, natürlich. Kinder wollte ich ja sowieso immer. Ja, darum geht es doch gar nicht. Ja, so war das ja eigentlich auch nicht gedacht, dass das auch... Also wenn du dich schon auf so eine prekäre Sache einlässt, ein Verhältnis mit dem Schwiegervater, dann nicht darüber nachzudenken, dass man eventuell auch schwanger werden könnte durch sowas. Ja, nein, daran gedacht habe ich natürlich schon. Also so alt bin ich dann doch, dass ich das verstehe. Aber in dem Moment, ich sag ja manchmal, waren das ja Momente, das ist dann ganz plötzlich. Ja, aber trotzdem. Ne? Hast du in der Zeit keine Pille genommen? Nee, gar nicht. Und er hat auch keine Kondome benutzt? Nee. Das darf nicht wahr sein. Das darf wirklich nicht wahr sein. Er ist ein Mann von Mitte 50. Du bist eine Frau von Mitte 20. Und lasst euch auf so ein Vabon-Spiel ein? Ja. Bist du denn ganz sicher, dass er der Vater ist? Ja, ganz sicher. Weil ich habe mit meinem Mann, also im Moment und auch damals schon öfters weniger Sex gehabt. Mhm. Ich habe dann immer irgendwelche Ausreden gehabt, mir ist schlecht und hier und da. Mhm. Also und er hat mir das, oder er glaubt mir das auch heute noch, ja, alles, ne? Wie oft siehst du ihn denn heute noch, den Schwiegervater? Wie oft habt ihr Sex miteinander? Also wie oft habt ihr Sex, das ist die Frage, nicht wie oft du ihn siehst. Also 3-mal die Woche bestimmt. 3-mal die Woche? Ja, also wir treffen uns ja eigentlich nur dafür. Ich bin entsetzt, aber wirklich. Hast du denn in all diesen Jahren, es sind ja 3 Jahre, es ist ja nicht mal irgendwie mal so passiert, das ist ja eine richtig eingefahrene Geschichte, stirbst du nicht vor schlechtem Gewissen deinem Mann gegenüber? Ja, mittlerweile schon. Aber liebst du deinen Mann denn noch? Ja. Mhm. Du liebst deinen Mann noch und tust ihm so etwas an? Ja, er weiß es ja noch nicht. Nee, er weiß es noch nicht, aber du tust es ihm trotzdem an. Ja, das ist mein Schwiegervater, der hat mich wirklich unter Kontrolle. Also als wenn er mich fesselt. Ich kann das nicht beschreiben. Also der zieht mich magisch an. Naja, Tina, komm, also, ich sag nochmal, du bist eine erwachsene junge Frau. Du kannst Nein sagen, du hast einen Mund. Ja, das ist alles einfacher gesagt als getan. Du hast dich ja in eine ungeheure Lüge vertrackt jetzt, eine Lügensituation. Da sind 2 Kinder in eurer Familie, die nicht von deinem Mann sind. Und dein Mann denkt, das sind seine Kinder. Ja. Dann ist irgendwann auch mal die Frage, wenn die Kinder älter werden, was sollen die Kinder erfahren? Ja, das ist das, was ich weiß nicht, ob ich die Karten auf den Tisch lege, aber dann sind 2 Familien wohl kaputt. Ja, jetzt steht dir das Wasser bis zum Hals. Ganz weit oben, ja. Ganz weit oben, das heißt, du bist in der Situation, in der du lebst, jetzt eigentlich völlig unglücklich. Sehr unglücklich. Mhm. Und hast auch das Gefühl, dass irgendwas passieren muss. Ja, ich würde ja am liebsten hochgehen und ihm das gleich sofort alles sagen, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, der dreht mir den Hals nach hinten. Dein Mann? Ja, mhm. Also das. Hast du denn darüber mit dem Schwiegervater auch schon gesprochen? Der blockt ab. Der blockt ab. Das heißt, du weißt gar nicht, was er für ein Gefühl seinem Sohn gegenüber hat. Also ich sag ja, er ist hinterfotzig, wenn er herkommt. Er ist Normalvater, wie immer, und der liebe, liebe Sohn, aber dass er, auf Deutsch gesagt, seine Frau vögelt, sage ich jetzt mal so ganz direkt, dass sowas gibt er natürlich nicht preis und lässt er sich auch nicht anmerken. Mhm. Und ich bin ja nur die liebe Schwiegertochter, die er dann in den Arm nimmt. Okay, und mal ein bisschen ich würde auch so schlecht über diesen Mann reden. Aber du bist zu 50% mit an Schuld, Tina. Ja, ich weiß das ja auch. Du bist zu 50% mit an Schuld. Du bist nicht ein armes Mädel, die da jetzt in den Fängen des bösen Schwiegervaters ist. Ach, so würde ich das nicht nennen. Also ich bin schon gefesselt von ihm. Also es ist ganz schwierig zu erklären. Das ist. Was wäre denn, wenn du Nein sagst? Wenn du sagst, nimm mal an, du würdest jetzt Nein. Bitte? Ich glaube, das kann ich gar nicht. Warum nicht? Ich sag ja, der zieht mich so magisch an. Das ist so ein... Nein, lass ich nicht gelten. Ich lasse das nicht gelten, Tina. Von wegen, ich verstehe schon, wenn man sich irgendwie neu kennenlernt, dass man irgendwie fasziniert ist von jemandem, man ist magisch angezogen. Aber wenn man in einer solchen Situation lebt und so viel angerichtet hat,
wie du angerichtet hast jetzt schon, dann lasse ich diesen Satz nicht mehr gelten. Ah, der zieht mich so magisch an. Ja, ich weiß ja nicht. Für mich ist es halt so. Also ja, aber es geht ja nicht nur jetzt in diesem Fall auch, es geht nicht nur um dich. Du trägst ja auch Mitverantwortung für diese beiden kleine Geschöpfe, für die beiden Kinder, die daraus entstanden sind. Ja, das ist richtig. Und ich sag ja, ich habe ja auch ein schlechtes Gewissen, aber er kriegt mich immer wieder rum. Ich kann nicht nein, also ich komme gar nicht dazu. Wenn ich ihn sehe oder was, dann habe ich schon seine Zunge im Hals gleich, wenn man das so will. Also das ist, ich kann das nicht beschreiben. Ich weiß auch nicht, wie ich das beenden soll. Und ich kann ja nicht dann, selbst wenn ich jetzt sage, verschwinde oder wie auch immer, das ändert sich ja nicht. Weil ich sehe ihn ja automatisch. Ich kann, wenn ich jetzt plötzlich da also nicht mehr hingehe. Ich wünsche dir und der Situation wirklich, dass dein Mann davon erfährt. Wirklich. Also auch für deinen Mann, also so nach Strich und Faden belogen und betrogen zu werden. Ich wünsche dem Mann, dass er von dir so schnell wie möglich getrennt wird, Tina. Mhm. Ich wünsche es ihm. Weil was ist das für eine Ehe? Was ist das für eine Liebe? Da ist also auch überhaupt nichts mehr an Vertrauen. Oh. Er zieht zwei Kinder auf, die nicht von ihm sind, sondern von seinem Vater. Das ist ja so schäbig alles. Ich habe jetzt eigentlich nicht angerufen, dass ich Vorwürfe kriege, sondern eher einen Rat von dir. Ja, der Rat, weißt du, wie der Rat aussieht? Der Rat sieht aus, leg die Karten auf den Tisch und trage Verantwortung für all das, was du angerichtet hast. Für die Konsequenzen. Ja, aber ich trage ja auch die Verantwortung für die Familie meines Mannes, die andere Seite auch. Ja. Wenn ich jetzt die Karten offenlege, was ich meiner Schwiegermutter damit antue. Und die haben ja auch noch kleinere Kinder, auch noch. Ja, ist alles sehr schlimm. Aber die Frau tut mir auch leid, deine Schwiegermutter, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die tut mir auch leid. Und die Frau, so schmerzhaft es ist, wünsche ich eigentlich auch, dass ihr die Augen geöffnet werden, was sie da für einen Kerl an der Seite hat. Dass der Kerl mit der Schwiegertochter wieder in die Kiste geht seit 3 Jahren. Ja, aber ich glaube, dass er auch noch anderes am Laufen hat. Okay, das müssen wir jetzt nicht weiter erörtern. Also ich sehe da überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als diesen für dich auch durchaus sehr, sehr schlimmen Weg zu gehen, bitteren Weg zu gehen und alles, aber wirklich restlos alles hinzulegen, aufzulegen. Da brechen zwei Familien auseinander, ich weiß. Aber die Familien existieren eigentlich als Familien jetzt auch schon nicht mehr. Das sind Lügenfamilien. Ja, aber ich sage ja, aber wenn ich es auf den Tisch lege, dann ist wirklich alles aus. Dann ist alles aus. Jetzt habe ich dir meine klare Meinung gesagt, die dir jetzt vielleicht ein bisschen krass erscheint. Du weißt, ich habe im Hintergrund immer einen Psychologen. Mhm. Der hat dieses Gespräch jetzt auch mitgehört. Ja. Ich würde gern, dass du dich mit ihm auch mal unterhältst. Dann kann er dir seine Meinung auch sagen zu dem Fall. Mhm. Okay? Gut. Das heißt, du legst jetzt auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich gleich an. Alles klar. Okay. Auf Wiedersehen. Gut, schöne Nacht noch. Tschüss. Jo. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Petra, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, wenn ich die Probleme höre... Darf ich dich gerade mal fragen zu dem Fall, den du auch gerade mitgehört hast? Da fällt mir nichts dazu ein. Das ist für mich, da kommen meine Probleme mir so klein vor, da kann ich nichts mehr zu sagen. Würdest du denn auch sagen, da gibt es nur noch die radikale Lösung? Nur noch. Also das wäre für mich, damit könnte ich ja gar nicht leben. Das ist ja die Hölle. Es ist unnachvollziehbar, ne? Dass Menschen sich in sowas hinein verstricken. Ja, völlig. Also ich denke, dass ich jemanden sehr lieben kann, aber wenn ich jemanden sehr liebe, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Das ist einfach so. Was für eine Katastrophe für den Ehemann, wenn der das erfährt? Boah, das ist ne? Vom eigenen Vater. Und furchtbar. Dann, boah, und nee, was für eine Katastrophe auch für die Schwiegermutter, wenn die das erfährt. Fatal, einfach nur fatal. Also die Tina tut mir leid, der Mann tut mir vor allen Dingen leid, weil ihm werden ja solche Hörner aufgesetzt. Ja. Das ist ja... Ja. Also ja. Tina tut mir nicht so sehr leid, sie hat es mit verursacht. Ja. Mir tut der Mann leid und die Ehefrau von also die Schwiegermutter. Ich denke schon, dass es das gibt. Ich denke schon, dass es das gibt, dass jemand dich so fesseln kann, dass du einfach nicht Nein sagen kannst. Mhm. Aber dann muss ich die Konsequenzen ziehen. Mhm. Dann muss ich einfach sagen, pass mal auf, meine Ehe ist kaputt, meine Ehe ist fertig mit Schönschreiben, da muss ich jetzt raus. So. Also ich dann bin fertig. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Also das sind ja meine Probleme, die weiß ich nicht. Das ist ja also, so. Lass uns über deinen Fall reden, Petra. Ja, ich habe eigentlich eine Krankheit, die eigentlich, weiß ich nicht, 90% der Frauen haben. Ich habe Magersucht oder Bulimie oder wie auch immer, wie du es sehen willst. Naja, das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Bulimie ist das seit 10 Jahren eigentlich ein und dasselbe. Das heißt, du erbrichst auch? Beides. Beides?
Für mich ist Essen eine Qual. Seit 10 Jahren schon? Ja, fast. Ja. Darf ich mal fragen, um mir ein Bild zu machen, wie viel du wiegst und wie groß du bist? Ja, ich bin so 1,74 ungefähr groß und wiege so, ja, es kommt drauf an, es kommt auf meine seelische Verfassung an. Ich habe schon 53 Kilo gewogen, da ging es mir ganz schlecht. Da sah ich auch ganz schlecht aus, das weiß ich selber, keine Frage. Und ich will mal sagen, zwischen 55 und 60 Kilo. Wobei 60 natürlich dann schon für mich der absolute Horror ist. Ne? Ja, aber ich wollte gerade sagen, 60 geht ja noch. Das ist ja okay eigentlich. Ja, aber wenn du mich mit 60 Kilo sehen würdest, dann würdest du sagen, Jesus Mario, was ist mit der Frau los? Mhm. Ne? Die ist ja Biafra, ne? So, und diese Krankheit, diese Magersucht, diese Bulimie, ist das deine Lüge, dass du das verheimlichst? Ja, das weiß niemand. Niemand weiß das? Nein. Überhaupt niemand? Nein. Meine beste Freundin wusste es mal, nach der ersten Schwangerschaft wusste sie es, weil ich danach eine Fehlgeburt hatte. Und ich mir heute noch Vorwürfe mache, zum Teil, dass ich halt an dieser Fehlgeburt schuld bin. Ja, aber die beste Freundin weiß es heute nicht mehr. Die denkt, das ist alles wieder okay, oder Nein. wie? Bist du noch in der Beziehung? Wieder. Und der Mann weiß auch nichts? Nein. Ahnt überhaupt gar nichts? Niemand weiß das. Und das Erbrechen, das kaschierst du so? Das machst du immer irgendwie und das merkst du? Ich bin ja alleine mit den Kindern. Achso, du wohnst nicht mit der Beziehung zusammen? Nein. Du hast Kinder? Wie viele Kinder? Zwei Kinder. Es ist sehr schwer manchmal. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie oft kommt es denn vor, dass du erbrichst? Das ist völlig unterschiedlich, völlig. Es kommt vor, dass es 3 Wochen gar nicht ist. Es kommt vor, dass es am Tag 2-mal ist. Und wenn es 3 Wochen gar nicht ist, dann isst du einfach weniger. Ich esse generell nie. Selten. Ich esse generell, für mich ist Essen wirklich eine Qual. Lass uns mal über so eine 3-Wochen-Phase sprechen, wo du nicht erbrichst. Da musst du ja irgendetwas zu dir nehmen am Tag. Was ist es? Willst du die Menge jetzt wissen? Ja, erzähl mal so einen Tagesablauf. Was nimmst du morgens zu dir? 2 Knäckebrot. Trockene Knäckebrot? Nö, ich frühstücke mit den Kindern 2 Knäckebrot. Ja. Also Frühstück ist für mich und für die Kinder, weil es für meine Kinder so wichtig ist. Weil ich bin halt berufstätig, bin schon sehr lange mit den Kindern halt auch alleine und das Frühstück ist so ein Ritual. Frühstück ja, verstehe. Und Abendbrot. Lass uns mal den Tag durchgehen. Also morgens 2 Knäckebrot, mittags? Nichts. Gar nichts. Mm-mm. Trinken zwischendurch? Kaffee, kein Wasser, nicht viel Wasser. Nachmittags? Nichts. Ich will gar nicht nach Kuchen fragen oder sowas? Nichts. Gebäck, gar nichts. Nichts. Abends? Nichts. Bis auf das Abendbrot mit den Kindern 2 Knäckebrot. Das heißt, es kann sein, dass du manchmal 3 Wochen lang am Tag von 4 Knäckebrot lebst? Ja. Wird man da nicht krank? Braucht der Körper nicht Vitamine? Wenn ich ehrlich bin, ich persönlich habe, was ich jetzt von mir weiß, ich habe keine Mangelerscheinung, was ich jetzt weiß. Oder nimmst du irgendwelche Vitamintabletten? Nein. Auch gar nichts? Nein. Ich höre es immer wieder von essgestörten Menschen, dass sie dann zumindest mal einen Apfel essen oder so ein Stück Apfel essen. Kommt vor, natürlich. Ich esse zwischendurch mal irgendwann einen Apfel oder es kommt dann auch mal vor, dass ich ein halbes Brötchen esse. Aber dieses Brötchen ist für mich dann, ich habe ein schlechtes Gewissen danach. Ne? Ja. Und du isst das auch nicht mit Genuss? Nein, ich esse nie mit Genuss. Nie mit Genuss. Nein. Und du hast auch nie wirklich so, wie die normalen Menschen das so kennen, Hunger. Oder doch? Ich kenne sicherlich das Gefühl, einen knurrenden Magen zu haben. Ja. Aber das finde ich eher als angenehm. Ja. Naja, das ist typisch. Das haben die meisten Essgestörten, empfinden das so. Wenn du erbrichst, setz dich voraus, dass du dann vorher etwas mehr gegessen hast als 2 Knäckebrote. Domian, das fällt mir jetzt echt schwer, darüber zu reden, bin ich ganz ehrlich. Das ist, ich habe wesentlich mehr gegessen. Weil du musst dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Essgestörten wirklich darüber gesprochen hast. Ich bin selbst mal essgestört gewesen. Insofern... Du isst ja dann solche Mengen, du hast ja so ein... Dann weißt du ja, wie das ist. Ja, das heißt, wenn du erbrichst, isst du deinen Bauch so voll, als würdest du schwanger sein. So dick dann ist der Bauch. Ist es schlimmer noch. Ne? Ja. Du hast ja auch Unmengen an Wasser in dir, also weil du ja trinkst ja dabei. So, weil das geht ja dann einfacher. Ich meine, mit den Jahren weißt du ja, was einfach ist und was nicht einfach ist. Ne? So, da wechseln sich also immer solche Phasen ab. Phase, dass du kaum etwas isst, deine paar Knäckebrote. Oder die Phase, wo du dich wirklich, man muss es dann auch mal drastisch ausdrücken. Wenn es mir richtig gut geht, esse ich... Kann ich ganz wenig essen und das macht mir gar nichts aus. Ja, die anderen Phasen sind da, wo du dich wirklich voll frisst. Ja.
bis zum geht nicht mehr und dass dann wieder alles erbrichst. Ne? Ja. Und das geht jetzt seit 10 Jahren so. Seit fast 10 Jahren, ja. Und hast bisher noch keine andere Erkrankung bekommen? Bis jetzt nicht. Dann hast du aber eine gesunde und gute Konstitution. Ich bin recht sportlich und... Weil irgendwann bricht es auf dich ein. Irgendwann... Da habe ich Angst vor, ganz genau. Angst wegen der Kinder auch, ne? Und da setze ich jetzt auch ein, wo ich so an deine Verantwortung appellieren möchte. Einmal die Verantwortung dir selbst gegenüber und eben auch der Verantwortung der Mutter, also den Kindern letztendlich dann gegenüber. Warst du noch nie in einer Therapie? Nein. Warum nicht? Damit müsste ich ja was preisgeben. Ich müsste ja meiner Familie damit, es wurde mir ja schon oft gesagt, pass mal auf, irgendwas stimmt doch bei dir nicht. Du musst, wenn du zu einer Therapie gehst, musst du deiner Familie noch gar nichts erzählen. Da musst du nur dem Therapeuten was erzählen. Ja. So wie du mir jetzt auch erzählt hast. So fängt es da auch an. Ja, das ist aber ein... Weißt du, ich habe bei dir jetzt angerufen, weil ich einfach dachte, das ist ja immer wieder eine Sache, die dir im Kopf hochkommt, wo du immer wieder sagst, das ist doch nicht normal, was du da machst. Nein, das ist nicht normal, das ist krank. Das ist wirklich eine Erkrankung, eine ganz, ganz klar definierte Erkrankung. Mit hohen Risiken, anderweitig schwer zu erkranken. Und nach 10 Jahren hängt da wirklich ein Damoklesschwert über dir, das jeden Tag auf dich runterstürzen kann, dass du irgendeine schwere andere Krankheit bekommst. Nur ich, weißt du, ich sehe das ja nicht so, weil ich habe ja im Moment noch nichts. Nur mein Kopf sagt mir ganz klar, hey, du musst was machen. Genau, und ich sage, ich kann dir das ja auch nur so rational sagen. Natürlich muss man erstmal sich rational austauschen, um auch an die Emotionen zu appellieren. Aber ich interpretiere mal so ein bisschen, die Tatsache, dass du hier angerufen hast, ist dann ja schon ein Riesenschritt für dich. Das ist so schwer. Die du nie sprichst, spricht jetzt hier in aller Öffentlichkeit. Zwar anonym, aber egal. Ja. Ne? Das sagt mir aber schon auch, dass da ein Druck ist, auch ein Leidensdruck totaler, ist. Auch eine Angst, Druck. Eine Angst ist. Ne? Ja, total. Ja. Vor allen Dingen, ich fange an, das macht mir so Angst auch dabei. Ich fange an, das zu projizieren auf die Kinder oder auf das große Kind, besser gesagt. Wie groß ist das Kind? Wie alt ist es? Muss ich das? Nee, musst du nicht sagen. Ist auch egal. Petra, ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass du ganz schnell etwas einleiten musst. Du musst zu einem Therapeuten. Du musst in eine Psychotherapie. Das kannst du alles erstmal geheim machen. Da müssen deine Leute gar nichts mitkriegen. Da gehst du erstmal einmal die Woche eine Stunde hin oder 2 Stunden, je nachdem, wie sich das ergibt. Aber du musst etwas unternehmen. Meinst du das immer ganz... weißt du, entschuldige, dass ich das jetzt frage, aber glaubst du, dass so jemand mir helfen kann? Ja, glaube ich. Du bist ja nicht der Einzige. Was meinst du, wie viele Menschen essgestört sind und wie viele Psychologen mittlerweile hochspezialisiert sind, genau auf dieses Thema? Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft, ja. Also komplett? Also bist komplett, du geheilt? Absolut komplett, ja. Absolut. Mhm. Ja, gut. So, und jetzt unterhältst du dich mit meinem Psychologen weiter und der gibt dir ein paar Ratschläge, ein paar Tipps, auch hoffe ich noch ein paar gute Telefonnummern in deiner Umgebung. Mach es für dich und mach es für deine Kinder. Wenn du irgendwann schwer krank bist und im Krankenhaus liegst, dann machst du dir die Riesenvorwürfe, hätte ich doch damals den eigentlich einfacheren Weg gewählt, mal einmal in der Woche zum Psychologen zu gehen. Jetzt liege ich in der Klinik. So musst du es sehen. Weißt du, für mich ist schon dieses Problem, wenn ich 2 Kilo zugenommen habe, dann ist dieser Ehrgeiz einfach da, das muss jetzt wieder runter, weil ich fühle mich dann dermaßen dick. Klar, aber so sind alle erstgestörten Menschen drauf. Und das wird alles in der Therapie behandelt, dass du aus diesem Ritual, aus diesem Denk- und Gefühlsritual herauskommst. Du legst auf. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Und der Peter ruft dich gleich an. Vielen Dank. Tschüss, Petra. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, diese Lüge belastet mein Leben. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr eine sehr große Lüge mit euch herumtragt. Vielleicht schon sehr lange sogar herumtragt. Und niemand weiß es oder ganz wenige Leute wissen es. Telefonnummer 0800 50 0800 220 50 50, kostenfrei. Oder Faxnummer 0800 220 50 51. Julius ist jetzt dran. Julius ist 68 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Julius. Hallo. Ja, welche Lüge ist es bei dir? Ja, folgendes. Ich habe schwerwiegende Gründe, was ich schon seit 94 und 95 mit mich herumtrage. Und zwar ganz kurz. Ich bin mittlerweile Rentner. Ja. Ich war früher 24 Jahre lang Privatermittler. Ja, Detektiv.
Detektiv, genau, ja. Und meine Aufgabe war, dass Kinder, entführte Kinder, aus dem Ausland zurückzuholen, erstmal so und zurückzuholen, ja. Ja. Und das habe ich in 24 Jahren 164 Mal geschafft. 164 Mal? Ja. Also immer Kinder aus dem Ausland? Immer meistens aus arabischen Ländern. Mhm. Ungefähr 80% waren arabische Länder, der Rest war von ganzer Welt verteilt. Mhm. Von Japan bis nach Südamerika. Und ich habe zweimal leider festgestellt, dass diese gesuchten Kinder von den jeweiligen Vätern umgebracht worden sind. Mhm. Und in ihrem Heimatland? In deren seiner Heimatland. Mhm. Einmal war das in Ägypten. Ja. Und einmal war das auf die Gardestreifen. Ja. Mhm. Und der polnische Vater, einmal war von einem Ägypter. Ja. Also zweimal festgestellt, dass die Kinder ermordet wurden. Genau. Und zwar, es ist so, wir haben in vielen Ländern Bekannte, Freunde, die uns helfen. Ja. Wir könnten dort gar nicht ermitteln. Ja. Und da habe ich über diese Freunde rausbekommen, dass zum Beispiel der ägyptische Vater seinen Sohn unterwegs in Frankreich umgebracht hat und irgendwo im Wald vergraben hat. Mhm. So, das konnten wir nicht herausbekommen, wo er dieses Kind vergraben hat. Also wir haben keine Beweise gehabt. Zweites Mal habe ich herausbekommen, dass ein Vater vom Gazastreifen seine Tochter umgebracht hat. Und ich habe anschließend dann meinen Sohn runtergeschickt mit einer Bekannte, die gesucht haben, da in der Umgebung von einem Dorf, wo die Vater gelebt hat. Ja. Aber wir konnten keine Spur finden, leider Gottes, mehrere Spur. Und mir blieb nichts anderes übrig, als für diese traurige Wahrheit, die jeweilige Mütter zu verschwiegen. Ich habe einfach nicht fertig gebracht, das mitzuteilen. Ich habe einfach gelogen. Ich habe die Kinder nicht gefunden. Ich habe allerdings deren seine Rechtsanwälte mitgeteilt. Ach, den Rechtsanwälten? Die Rechtsanwälte habe ich mitgeteilt. Von den Frauen? Mit den Entscheidungsmöglichkeiten, an denen liegt es, ob sie diese Nachrichten weitergeben oder nicht. Ja. Ob sie das gemacht haben, kann ich nicht sagen. Ich habe bis heute keinen Rückruf gehabt von den beiden Müttern. Die haben damit abgefunden, dass sie die Kinder nicht gefunden haben. Ja. Du kannst aber ganz, ganz definitiv sagen, dass diese Information, dass das die sind 100%, die sind 100% sicher. 100%ige Sache. Und zwar, der eine Fall war so, die Frau. Darf ich dich mal eben kurz fragen? Du hast den Rechtsanwälten das offen gelassen, ob die das den Frauen ganz sagen. Genau. Wie haben die Rechtsanwälte darauf reagiert? Haben die zu dir gesagt, was sie vorhaben? Die waren auch bestürzt und die haben wer das gesagt, also die müssen selbst noch darüber schlafen. Ob sie diese Mitteilung an jeweilige Mütter mitteilen, weil beide haben Angst und Bedenken gehabt, dass sie möglicherweise einen Kurzschluss bekommen. Ja, ja. Nun heißt ja unsere Sendung hier, diese Lüge belastet mein Leben. Ja, das belastet mich, glaub mir, seit 94 und 95. Also innerhalb von einem Jahr praktisch habe ich zwar zweimal festgestellt. Weißt du, Julius, ich finde das eigentlich eine ehrenwerte Lüge. Ich glaube auch, dass möglicherweise sogar Gott dafür Verständnis hat, aber trotzdem habe ich manchmal wirklich immer noch gewissen Bisse. Andererseits kann man natürlich sagen, es ist natürlich nichts Schlimmeres, als wenn Menschen so in der Ungewissheit sind. Was ist mit meinem Kind? Ja. Domian, aber bitte, denk mal dran, wenn ich diese traurige Nachricht an Mütter übergeben hätte und daraufhin hätten die Mutter sich selbst umgebracht. Das wäre wahrscheinlich für mich noch eine schwerere Belastung. Ja, und das Komplizierte an... Furchtbar schwierige Entscheidung. Furchtbar schwierig. Das Komplizierte an diesem Fall, an den beiden Fällen, die du geschildert hast, ist zudem, finde ich, dass du das ja in dem Sinne gar nicht nachweisen konntest. Du bist zwar hundertprozentig überzeugt, dass es so ist. Ja, aber ganz genau, weil diese Helfer und Mitarbeiter von uns, das sind zuverlässige Personen. Und deren seine Hilfe war bis jetzt immer hundertprozentig sicher. Mhm. Ja. Also keine Märchenerzähler und so weiter. Mhm. Und im ersten Fall habe ich auch von der Mutter selbst gehört, bevor ich den Auftrag übernommen habe, dass der Mann der Frau gedroht hat, wenn du versuchst, Scheidungs einzureichen, dann bringe ich unseren Sohn um. Mhm. Und die Frau hat das nicht ernst genommen. Mhm. Ja? Ja, ja, ja. Aber leider Gottes hat es doch eingetreten. Das bedeutet ja, wenn du es gesagt hättest, hättest du es nicht richtig beweisen können. Und die Frauen hätten... Aber ich hatte keine Beweise gehabt. Eben, das ist es ja. Und die Frauen hätten dann dennoch wieder letztendlich im Dunkeln gesessen und hätten noch darüber nachgedacht, stimmt es nun, stimmt es nicht? Im Prinzip ist die Situation ähnlich, wie sie dann hinterher war oder wie sie heute ist. Ja, ich weiß es. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr eine Zwickmühlensituation, in der du da gestanden hast. Ja, unwahrscheinlich. Ja. Und spontan, also als du es gerade erzählt hast, habe ich so gedacht, im ersten Moment, das finde ich eine gute Entscheidung, dass du es nicht gesagt hast.
Weil das ist wirklich so vertrackt, das Ganze. Ja, grausam ist das, glaub mir. Mhm. Ich habe auch tagelang gegrübelt, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt sagen, ja. Mhm. Und da habe ich mich entschieden, also doch lieber den Anwälten Bescheid zu sagen. Immerhin hast du das getan. Das habe ich ja getan. Ja, das finde ich auch gut. Das heißt, also da ich habe praktisch diese volle Last von mir ein Stück weit abgeladen auf eine andere Person. Ob das fair war oder nicht fair war, das weiß ich ja nicht. Ja? Mhm. Aber was anderes konnte ich ja nicht machen. Ja, das heißt jetzt mit dieser Entscheidung wirst du jetzt leben müssen. Ja. Ja, ich muss. Oder hast du schon irgendwann nochmal darüber nachgedacht, doch die Frauen anzusprechen? Nein. Das nicht? Nein. Mhm. Ich wage von dieser Kurzschlusshandlung. Mhm. Ja, ja. Davon habe ich wirklich Angst. Ja, ja. Und wegen mir hat noch keine Person Selbstmord gegangen. Ja. Ja. Und ich könnte mit dieser Gedanken gar nicht mehr leben, muss ich sagen. Also ich glaube, es ist wirklich eine persönliche Gewissensentscheidung, die jeder für sich selbst, und du hast sie nun auch für dich selbst entschieden und getroffen. Ja. Also ja. Ich wünsche solche Lage für keine, muss ich sagen. Ja. Ja, das war eine ganz, ganz schwierige Lage. Ja. Aber wie gesagt, ich unterstreiche es nochmal, dass ich ein gewisses Verständnis schon dafür habe. Müsste auch nochmal eingehen, darüber nachdenken, aber so im ersten Moment kann ich das schon nachvollziehen, dass man sich dann so verhält. Ich weiß noch, wie du in meiner Stelle entschieden hättest, ja? Mhm. Könnte sein, dass du eine andere Entscheidung getroffen hättest, ich konnte nicht anders, ja? Ja. Nach wirklich reifischer Überlegung und nächtelang gegrübeln, ja. Ich habe mich zu dem Entschluss gekommen, ich rufe dir einen Anwalt an, ich sage die volle Wahrheit, auch ungefähr, wo das Kind möglicherweise vergraben ist, aber wir haben keine Beweise. Ja, 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 ich weiß zum Beispiel, dass dieser ägyptische Vater das Kind in Frankreich im Wald irgendwo vergraben hat. Hast du gerade gesagt, wo? Aber wo? Ja. Ja. Wir können gerne nähere Auskunft bekommen. Mhm. Und man kann die ägyptische Polizei gar nicht einschalten. Kindesentführung, das ist für denen, wenn es um eine ungläubige Frau geht. Mhm. Ja, in dem Fall. Also, ja, es ist sehr schwer von außen zu bewerten. Und ich habe dir jetzt mal so meine persönliche Kurzrückmeldung gegeben dazu. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, ich weiß. Ich wollte nur Bescheid sagen. Also, ja. Diese beste Lüge bedrückt mich mit Sicherheit bis zu meinem Leben. Das kann ich gut verstehen. Ja. Auch dieses Hin und Her überlegen. War es richtig, war es nicht richtig, war es richtig, war es nicht richtig. Ja. Alles Gute, Julius. Auf Wiederhören. Wiederhören, alles Gute, ja. Dankeschön. Ja, danke. Carsten, guten Morgen. Ja, hallo. Carsten ist wie alt? Ich bin 35. 35 Jahre alt. Mhm. Diese Lüge belastet mein Leben. Ja, nee, meine Lüge belastet mein Leben eigentlich nicht so, aber ich habe mich eben aufgeregt, wie du über die Tina mehr oder weniger hergefallen bist oder sie niedergemacht hast. Und ich bin der Meinung, dass man auch ihre Sichtweise so ein bisschen verstehen muss. Erklär mal. Ja. Also der Anruf ist jetzt eine Rückmeldung auf Tina. Richtig. Ich verstehe. Okay. Richtig. Also ich hatte eine Mail eben geschrieben und daraufhin habt ihr mich dann zurückgerufen und ja. Wollte ich dazu was sagen. Ja. Also du beziehst es immer nur auf Liebe und so weiter. Ich glaube nicht, dass es bei ihr um Liebe ging, sondern eher um Fehlen von einigen Sachen, was auch immer. Also irgendwas wird in ihrer Beziehung gefehlt haben. Genauso bei ihrem Schwiegervater. Und es ist sicherlich so, dass zwischen manchen Menschen ein Kribbeln in der Luft liegt. Man sieht sich und man begehrt den anderen einfach. Aber wenn man verheiratet ist? War ich auch. Oder ich bin es immer noch. Und mir ging es genauso. Ich habe halt zufälligerweise jemanden gesehen und es war sofort so, da war was. Es war einfach so wie ein Magnet. Kann ich auch? Man wollte diesenjenigen kennenlernen und dann war es so, als man sich kennengelernt hatte, ist man einfach übereinander hergefallen. Und bei mir hat sich auch eine Affäre daraus entwickelt und daraus ist auch ein Kind entstanden. Ich habe es meiner Frau dann gesagt. Und wie hat die Frau darauf reagiert? Naja, wir leben jetzt getrennt. Immerhin, Carsten, du hast es deiner Frau gesagt. Ja, aber, wie lange? Auch erst, als diejenige schwanger war und mir eigentlich gar nichts mehr anderes übrig blieb. Gut, aber die Tina ist zweimal schwanger geworden. Ja, ist richtig. Und aber, hat es ihrem Freund, ihrem Ehemann immer noch nicht gesagt? Ja, gut. Die Frau hat es in dem Fall ja auch ein bisschen einfacher. Ich kann nicht sagen, also ich werde ja nicht schwanger. Die Frau selber, die hat natürlich den Gewissenskonflikt. Aber und deshalb fand ich nicht gut, dass du sie richtig runtermachst und sie selber sitzt ja in einer absoluten Zwickmühle. Ja, aber ich habe so wenig Mitleid dafür. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil ich finde, dass deine Sendung so ein bisschen auch dazu da sein sollte, den Leuten halt wirklich Hilfe zu geben. Aber ja, du hast sie dermaßen runtergemacht, die hat ja fast am Telefon angefangen zu heulen. Aber weißt du, ich sitze nicht hier und sage zu allem Ja und Amen. Nein, darum geht's ja nicht. Aber die Frage ist wie.
und du hast dich gar nicht erst versucht, in sie irgendwo reinzuversetzen, weil du sowas wahrscheinlich noch nie erlebt hast. Nee, sowas wenn man nicht sowas erlebt hat, weißt dann du, kann weißt man du, das nachvollziehen. Weißt du, Carsten, ich kann ja noch verstehen, wenn das so mal passiert wäre. Jo. Aber es sind, man muss ja bedenken, es sind 3 Jahre gewesen. Man kommt aber nicht voneinander und los. Es sind, ja, da muss man den Mund aufmachen. Da muss man die andere Beziehung auflösen. Und man darf nicht seine, man darf nicht die Ehe, seinen Ehepartner so belügen und betrügen. Also, da hört bei mir wirklich alles Verständnis auf. Das finde ich völlig, das finde ich so unmoralisch, das finde ich so unkorrekt. Das Problem ist, wenn sie einmal diesen Schritt gemacht hat, einmal ist kein Mal. Nee, aber, nee, es ist ein Kind, es ist ein, ja, nein. Es ist, ich meine das jetzt überspitzt. Ja. Dann ist man einmal über diesen Schatten gesprungen. Und dann hat man es gemacht. Mhm. Eventuell hat sie auch super gefallen, weil das hat ja einen Grund, warum sie immer wieder Sex miteinander haben. Gut, das glaube ich auch nicht alles. Sie kommen voneinander los. Ja, dann sie sollen sie... Sich nein, ja gar nicht aus dem Weg gehen. Nein, Carsten, weißt du, was ich dann finde? Dann soll man so konsequent sein und relativ früh die eigene Beziehung beenden und sich ganz auf die Affäre einlassen, wenn man so verrückt ist auf den anderen. Ja, in ihrem Fall ist es aber unmöglich. In meinem Fall war es zum Beispiel so, ich hatte halt einfach ein schlechtes Gewissen den Kindern meiner Frau gegenüber. Ja. Ich war bei der Affäre... hatte Sehnsucht nach meinen Kindern und dem Zusammensein mit denen und wusste ganz genau, ich gehe ein Riesenrisiko ein, dass ich sie verliere. Verstehe, aber Tina hätte das auch machen können. Tina hätte, bevor sie schwanger wurde von dem Schwiegervater, hätte sie sagen müssen, hier, ich bin verrückt auf den Schwiegervater, ich trenne mich von meinem Mann. Das wäre eine klare, saubere und ehrliche Lösung gewesen. Sie ist aber dann ein Einsiedlerkrebs, schlagartig, weil sie sitzt ganz alleine da. Mhm. Sie verliert ihre Familie. Er verliert seine Familie komplett, die beiden sind völlig unten durch und ich glaube auch gar nicht, dass die beiden für eine Beziehung gemacht sind. Das mag ja sein. Sie sind einfach nur sexuell völlig magnetisch aufeinander fixiert. Ja, und das verurteile ich eben. Das verurteile weil man Verantwortung trägt. Man trägt Verantwortung in einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Liebe trägt man Verantwortung, nämlich dass man ehrlich ist miteinander. Und man hat aber auch nur ein Leben. Ja, aber das entschuldigt das nicht. Nee. Also man muss schon irgendwelche Regeln einhalten. Es ist ja doppelt und dreifach schlimm, was sie gemacht hat. Sie hat ja ihren Mann mit dem eigenen Vater betrogen. Das ist ja eine Besonderheit. So, und dann ist sie auch noch zweimal schwanger geworden von dem Schwiegervater. Richtig. Da will ich auch kein Verständnis für haben. Wirklich nicht. Da haben wir jetzt verschiedene Auffassungen. Also da sträubt sich bei mir alles hoch. Und ich sage ja auch gar nicht, dass ich das irgendwo gut finde, anständig finde oder sonst irgendwas. Mhm. Also ich habe da auch nicht so das Feeling für, dass ich das jetzt gut heiße. So, Carsten, was ist denn jetzt deine, wir haben jetzt unsere Meinung ausgetauscht, da sind wir ein bisschen verschiedener Auffassung. Was wäre denn deine Meinung, was sie jetzt tun soll? Im Endeffekt, hier geht's ja auch schlecht. Die Kinder sind in den Brunnen gefallen. Das ist jetzt so. Ihr Mann weiß davon nichts. Mhm. Im Endeffekt muss sie konsequent sein und versuchen, Abstand vom Schwiegervater zu kriegen. Das ist klar, weil ansonsten geht das Ding immer weiter. Mhm. Und die Gefahr, dass es auffliegt, ist ja nun auch da. Mhm. Aber ich glaube, dass es keinem geholfen ist, wenn sie sich outet. Mhm. Also wenn sie damit klarkommt. Also du findest, dass die Kinder auch in dieser Lüge aufwachsen sollten, dass der Vater der Mann ist. Also es gibt so viele Kinder, die nicht vom... dem eigentlichen Ehemann sind in Deutschland. Da gibt es ja wohl Statistiken drüber. Nun sagte sie aber, ich komme nicht von dem los. Ich kann nicht. Wie soll sie auch? Also was soll sie tun? Ja, im Endeffekt müsste sie versuchen, für sich selber es zu schaffen, mit dem ein ordentliches Gespräch zu führen und zu sagen, es geht so nicht. Sie selber schafft's nicht. Er sonnt sich natürlich. Ja, klar. Aber im Endeffekt, weil er schmückt sich mit ihr. Mhm. Wer weiß, wem er damit alles rumprallt, weiß man natürlich nicht. Ja, vielleicht auch nicht, weil er auch Angst hat, dass es auffliegen könnte. Aber ich möchte noch mal einen Aspekt nennen, was die Ehrlichkeit den Kindern gegenüber anbelangt. Irgendwann werden die Kinder älter. Und ich finde schon, dass Kinder immer ein Recht darauf haben sollten, wer denn der wirkliche Vater ist. Richtig. Stell dir mal vor, dieses kommt irgendwann raus, was dann eine Welt zusammenbricht. Richtig, aber irgendwann kann das raus. Auch schon zusammenbrechen. Ja, aber vielleicht. Und die Kinder würden nicht dadurch profitieren. Das würde ich anders sehen. Jetzt ermessen die Kinder das noch gar nicht so, weil die noch ganz klein sind. Die kriegen das noch also überhaupt nicht mit. Die haben eine Chance, die hätten noch eine Chance, in neu geordneten Verhältnissen aufzuwachsen. Glaube ich nicht. Wo wären die geordneten Verhältnisse? Die müssen sich neu finden, nachdem alles auseinanderfällt, auseinanderbricht. Ja, im Endeffekt bricht alles auseinander. Es bricht alles auseinander. Frage, ja. Womit kommt sie aber am besten klar? Weil ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihr gut geht. Und ich weiß, in was für ein tiefes Loch man fallen kann. Und deshalb hat mich deine
Meinung so abstempeln am Anfang auch so mitgenommen, weil mir ging es selber auch ziemlich mies. Ich wusste, dass ich da Scheiße gebaut habe und so weiter. Ich verstehe, du bist selbst Betroffener, insofern hast du dich auch angesprochen gefühlt. Ja, ich hatte natürlich jetzt in erster Linie auch den Ehemann im Sinn, ich hatte die Kinder im Sinn und hatte auch die Schwiegermutter im Sinn, die ja nur auch völlig verarscht wird. Richtig, bloß im Endeffekt reißt du sie aber auch jetzt alle mit runter, wenn diese Kiste platzt. Absolut. Und ob da allen mitgeholfen ist, ist die andere Frage, weil was man nicht weiß, macht einen nicht heiß, ist die andere Sache. Also das ist ein zweischneidiges Schwert, ist mir auch klar. Ja. Nur gut, Carsten, aber wir haben verschiedene Auffassungen. Ja. Gut, dass du angerufen hast, dass halt die Meinung auch so zum Tragen kommt. Ja, also ich wollte der Tina halt damit nur zu verstehen geben, es gibt auch andere, die, naja, wenn auch nicht ganz so krasse Probleme hatten, aber glaube ich schon, geht halt irgendwo weiter und sie soll den Kopf hochhalten und irgendwie klarkommen. Das ist ja nett von dir, Carsten. Jo. Alles Gute. Ja, tschüss. Ebenso, ciao. So, jetzt weiter im Stück hier mit unserem Thema. Diese Lüge belastet mein Leben. Und ich begrüße herzlich den André. Und André ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo André. Gehst du nur ein bisschen näher ans Telefon? Ja, mach ich gerne. So ist besser. Besser? Ja. Welche Lüge ist es bei dir? Um welche Lüge handelt es sich? Also ich persönlich habe an sich gar keine Lüge, die ich breitreten könnte, sondern die Lüge ist an sich die, dass meine Ehefrau praktisch mir verschwiegen hat, dass sie fremdgegangen ist und ein Kind in die Welt gesetzt hat, das nicht mein Kind ist. Ach so, auch so ein ähnlicher Fall. Und du hast geglaubt am Anfang, dass es dein Kind ist? Richtig. Und wie lange hast du das geglaubt? Fast 4 Jahre. 4 Jahre. Und wie ist es dann rausgekommen? Ich bin durch eine Routineuntersuchung ins Krankenhaus gekommen und da hat man festgestellt, dass ich keine Kinder zeugen könnte. Aber da muss doch bei dir in dem Moment alle Warnglocken angegangen sein. Ja, sind die auch. Sind die auch ganz schwer. Und dann hast du ihr das gesagt und hast gesagt, hier, es kann gar nicht sein, was ist los? Oder wie war die Diskussion, das Gespräch? Ja, das Gespräch hat sich so entwickelt, dass zu dem Zeitpunkt meine Frau auch schon kein Interesse mehr an mir hatte und sich auch getrennt hat. Das war alles so diese Übergangsphase. Ach so, ihr seid heute auch getrennt? Ja, getrennt und geschieden mittlerweile auch. Ja. Hast du nicht eine irre Wut gehabt auf deine Frau, als du das dann erfahren hast? Ja, das mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit. Wie lange liegt das Ganze jetzt zurück, dass du das erfahren hast? Ja, 2 Jahre. Zwei Jahre. Wie hat sich denn das Verhältnis zu diesem Kind, ohne es abschätzig zu meinen, zu diesem Kind dann entwickelt von deiner Seite aus? Du hast es 4 Jahre als dein Kind akzeptiert, hast es geliebt vermutlich, oder nicht? Ja, absolut. Ich liebe es auch nach wie vor noch und sehe es auch noch. Da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus. Das hat sich gar nicht viel geändert in deinem Gefühl, dem Kind gegenüber. Nein, absolut gar nicht. Also wie gesagt, das kann ich auch jedem sagen. Also ich war dabei, wo es geboren wurde, das Kind, der Junge. Mhm. Und das ist ein Gefühl, das gibt es gar nicht. Das ist für mich das schönste Kind der Welt. Das ist ja toll, das finde ich ganz toll, dass du zu dem Kind weiterstehst. Also die Gefühle zu der Frau sind kaputt gegangen. Aber ja, zu dem Kind, die sind weiter da. Glaubt denn das Kind noch immer, dass du der Vater bist? Ja, und das ist auch deshalb, warum ich anrufe, weil das belastet mich extrem. Mhm. Weil das wissen nur wirklich die engsten Leute um mich herum und sonst an sich keiner, die Verwandtschaft nicht. Jeder sieht, wie ich mich liebevoll drum kümmere und ich habe auch unheimliche Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen. Das ist für mich im Moment gar nicht mehr machbar. Hast du denn mit deiner ehemaligen oder mit deiner Ex-Frau, habt ihr darüber beraten, ob ihr dem Jungen, wenn er älter ist, das vielleicht mal erzählt, was genau los ist? Auch das ist das Problem, weshalb ich auch anrufe. Da ist diese Sorglosigkeit, dieses Schweigen. Da wurde nie drüber berichtet, großartig, groß gesprochen, gar nichts. Hast du es dir mal angesprochen und sie bügelt das ab? Oder? Ja, klar. Das heißt, einfach abgebiegelt. Das heißt, die Frau geht mit der ganzen Situation sehr leichtfertig um. Ja, kann man wohl so sagen. Hat sie denn eigentlich damals, während dieser 4 Jahre, auch noch ein Verhältnis zu diesem Vater des Kindes gehabt? Ich ahne, wer es war, aber sie hat sich da nicht groß drum gekümmert. Achso, weißt du gar nicht, wer der Vater Nein, ist? Nein, weiß ich überhaupt nicht. Und weiß denn der Vater, dass der ein Kind Nein, hat? Nein, das ist das Schlimme auch. Auch nicht? Er weiß es auch nicht. Das heißt, du machst also deiner Ex-Frau gravierende Vorwürfe? Ja, ich mache ihr die nicht. Ich mache ihr überhaupt keine Vorwürfe, weil ich habe keine rechtliche Handhabe. Ich bin praktisch nur der Onkel, mehr oder weniger, durch die Scheidung jetzt auch. Nein, ich meine, du machst ihr moralische Vorwürfe, dass sie sich so verhalten hat. Ja, klar. Das schon,
Und wie es weitergeht, ist alles offen und dich belastet das, weil du gar nicht weißt, wie du dich irgendwann verhalten sollst. Hat sie denn nicht Angst davor, dass du vielleicht, wenn der Junge ein bisschen älter ist, wenn du ihm das sagst, pass auf, so und so, ich bin gar nicht dein Vater, aber ich habe dich irre lieb und unser Verhältnis bleibt bestehen. Hat sie da nicht Angst vor? Scheinbar nicht. Also bis dato spricht sie sich darüber gar nicht offen aus. Also sie sagt nahezu gar nichts. Mhm. Und ich mache mir immer halt den Kopf darüber. Also ich meine, wie gesagt, für mich ist das mein Junge. Mhm. Der wird es immer bleiben. Und ich habe auch gar keine Interessen an andere Beziehungen und an Kinder im Moment. Also für mich ist das mein Junge. Und ich mache mir Sorgen halt, wie es weitergeht. Dann, wenn sie mal sagt, sie möchte den Kontakt abbrechen, dann bin ich halt der Doofe, sag ich mal. Ja. Und er liebt mich total. Und ich meine, jedes Mal, wenn er zu mir Papa sagt, das tut total weh. Aber du bist doch offiziell in den Papieren der Vater, ne? Oder? Ja, immer noch, ja. Das heißt, du hast doch auch ein Recht dann darauf, das Kind zu sehen. Sie kann das Kind dir doch gar nicht völlig entziehen. Doch, das könnte sie. Das könnte sie jederzeit. Das kann sie, obwohl du der leibliche Vater bist? Ja, bin ich ja nicht mehr. Durch die Scheidung und durch die Gerichte, die wir gegangen sind, die Instanzen und so weiter, ist es wohl so, dass ich da keine Chance habe, theoretisch. Aber es ist nicht dokumentiert, dass du nicht der leibliche Vater bist. Offiziell bist du der leibliche Vater. Nein, durch die, ich war ja aber bis zum Oberlandgericht gegangen, halt durch den Vaterschaftstest und die ganzen Sachen. Ach so. Klar, musste ich ja. Jetzt verstehe ich. Ah, ja. Musste ich ja dann dadurch, sonst wäre ich ja nach wie vor noch abhängig gewesen. Ich meine, die wollte jetzt nicht den doppelten und dreifachen Triumph noch gönnen, dass ich dann auch noch finanziell halt bis in 20 Jahren noch für sie dann zuständig bin. Das ist nicht der Fall, aber trotzdem tut das ja nichts für, zu sagen, dass ich ihn liebe ohne Ende. Und das heißt, du bist völlig ihrer Willkür ausgesetzt. Ja. Wenn sie sagt, Schluss aus, du siehst ja nicht mehr den Kleinen, dann siehst du ihn auch nicht mehr. Ja, das ist es. Schlimme Situation, sehr schlimme Situation. Ja, die schlimmste Situation für mich ist an sich, dass ich mir das niemals vorstellen kann, also solche Verhältnisse, und dass er dann später auch mal zu mir sagt, mal, du hast mir was verschwiegen, du bist der Schuldige. Davor habe ich so eine Angst später mal, dass er sagt, ich bin der Doofe. Deswegen musst du dir, André, finde ich, der Junge ist jetzt, habe ich mal so gerade nochmal schnell durchgerechnet, 6 ungefähr, ne? Ja, wird jetzt 6. Gut, jetzt ist er noch ein bisschen klein. Ein paar Tage. Ne? Aber ich finde, dass du dir für dich eine klare Linie überlegen musst, dass du dir denkst, also wenn er 10 ist oder wenn er 12 ist, dann unterhalte ich mich mit ihm und ich erzähle es ihm. Weil ich einfach auch ein klares Verhältnis haben will. Und vielleicht dankt der Junge mir das auch wirklich. Ja, da hoffe ich mal so drauf. Da bin ich fast sicher. Denn stell dir mal vor, einige Leute wissen das ja mittlerweile, ne? Dass du nicht der Vater bist. Ja, meine Eltern. Zum Beispiel. Oder auch noch andere aus ihrem Umfeld. Ja, wenige, denke ich mal. Aber einige ich schon. Ich weiß, gut. Ne? Einer reicht ja schon aus. Das ist irgendwie, wenn er mal irgendwie älter ist, irgendwie durchsickert. Und dann ist nämlich das Vertrauensverhältnis zwischen dir und dem Jungen auch kaputt. Sagst du ihm das aber irgendwann, wenn er die gewisse Reife hat und er merkt, dass du ihn wirklich liebst? Ja, das tue ich absolut. Dann ist es, glaube ich, die allerbeste Lösung, das Richtige. Ja. Wie ist denn dein Draht jetzt zu der Ex-Frau noch? Im Moment relativ gut. Nur wie gesagt, da ist die Sprachlosigkeit. Ich kann ja nicht in die Augen gucken, das ist das Problem. Mhm. Kann ich nicht mehr. Im Moment keiner Frau mehr. Das höre ich da so raus, dass du so frauenenttäuscht bist, weil du Angst hast, nochmal so betrogen zu werden. Richtig. Da musst du natürlich auch versuchen, irgendwie dagegen zu steuern, weil wenn du einmal so eine schlimme Erfahrung gemacht hast, heißt das ja nicht, dass jetzt jede Frau, die du triffst, wieder so mit dir umspringen wird. Ja, das ist ja. Bitte? Aber ist nicht einfach. Nee, ist nicht einfach. Ist klar, aber da musst du wirklich bewusst auch gegensteuern und dich nicht zu sehr auch in diesem Frauenzorn, den du jetzt hast, oder der Frauenskepsis dich gehen lassen. Mhm. Um dir halt auch mal eine Chance zu geben für ein neues Leben und eine neue Liebe. Was du letztendlich ja auch irgendwann mal haben möchtest. Ja, klar. Lieber André, ich wünsche dir alles Gute. Die Sendung ist gleich vorbei. Wir müssen Schluss machen. Ja, Domian, alles Gute. Dankeschön. Und auf Wiederhören. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. In der Technik Gunther Paperitz. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Das ist dann die letzte Sendung vor unserer kurzen Osterpause. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ihr könnt wie gewohnt ab 0 Uhr uns schon anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Gute Nacht, schöne Nacht.